Wie funktioniert die Festinstallation eines Wasserionisierers an meine Kaltwasserleitung? Sehr hilfreich ist die Beschreibung im Handbuch. Ich finde das Kapitel Festinstallation am Kaltwassernetz und lese mir dies durch. Als erstes muss dieses John Guest T-Stück an das Kaltwassereckventil angebracht werden. Hierzu benötige ich einen 19er und einen 23er Maulschlüssel, ein paar Lappen und einen Eimer. Unter der Spüle finde ich das Kaltwassereckventil und sperre dieses ab. Jetzt lasse ich oben an der Armatur den Druck ab und stelle den Eimer unter das Eckventil. Mit dem 19er Maulschlüssel löse ich die Verschraubung des Kaltwasserschlauchs und schraube diese von Hand ab. Und lasse den Schlauch in den Eimer hängen. Als nächstes schraube ich das John Guest T-Stück von Hand an das Eckventil. Und ziehe die Verschraubung mit dem 23er Maulschlüssel fest. Nun nehme ich den Schlauch wieder aus dem Eimer, prüfe, ob die Dichtung richtig sitzt und schraube ihn von Hand oben auf das T-Stück. Mit Hilfe des 19er und 23er Maulschlüssels ziehe ich die Verschraubung fest. Diese ist auch nach dem Festziehen noch beweglich und trotzdem dicht. So, das war Teil 1. Als nächstes kommt die Schlauchdurchführung in die Spüle. Dazu benötige ich einen Körner und einen Hammer, einen 3 mm Bohrer zum Vorbohren, einen 8 mm Bohrer zum Fertigbohren und einen 10 mm Bohrer zum Entgraten des Bohrlochs. Und natürlich eine Bohrmaschine. Mit Hammer und Körner mache ich eine Körnung an der Stelle, wo das Loch hinkommt, damit der Bohrer nicht verläuft. Jetzt bohre ich vor und fertig und entgrate das Bohrloch mit dem 10 mm Bohrer, damit sich niemand an dem Grat schneiden kann. Hier sammle ich die Bohrspäne ein und entgrate das Loch auch von unten. Abschließend setze ich noch die Dichtung in das Loch zur Schlauchdurchführung, damit kein Wasser durch das Loch nach unten läuft. Zur Sicherheit schließe ich jetzt das Absperrventil am T-Stück und führe den 1/4 Zoll Schlauch darin ein. Ich teste durch Ziehen, ob er fest sitzt. So, jetzt muss ich ihn nur noch durch das Loch nach oben führen. Hier läuft der Schlauch dann lang. Oben schneide ich den überstehenden Schlauch einfach mit einer Schere ab und drücke die Schnittfläche wieder rund, damit ich hier den Bogen leicht drauf bekomme. Hier schaue ich auch wieder, ob er fest sitzt. Jetzt noch den Sicherungsring einführen und bis ich später hier weitermache, kommt noch ein Stopfen in den Bogen. So, jetzt geht es weiter mit der Installation des Ionisierers und vorher schaue ich noch mal schnell ins Handbuch. Jetzt nehme ich eine Schere und schneide mir zwei Schläuche.
Die Schnittstelle drücke ich mit den Fingern wieder rund. So, jetzt habe ich zwei Stücke, lieber zu lang lassen, die kann ich später immer noch abschneiden. Ich lege das Gerät mit dem Gesicht nach unten auf meine Arbeitsfläche und hier unten sehe ich die Wasseranschlüsse und das Stromkabel. Mit dem Steckverbinderwerkzeug oder einfach mit den Fingern entferne ich die Stopfen und heb diese auf. Den Schlauch stecke ich in den richtigen Wasseranschluss. Es gibt auch ein extra Video zur Handhabung der Steckanschlüsse. Du findest den Link in der Videobeschreibung. Jetzt kommt das Gerät an seinen Platz. Einmal umdrehen. Und schauen, dass nichts eingeklemmt ist. Hier befeuchte ich den Abwasserschlauch und drehe den Saugnapf auf den Abwasserschlauch drauf. Dann bringe ich ihn in Position und sauge ihn fest. Jetzt entferne ich den Stopfen wieder aus dem Kaltwasserzulauf. Stecke dort den Zulaufschlauch hinein und prüfe wieder, ob er auch fest sitzt. So sieht das Ganze dann aus. Als nächstes nehme ich den Stopfen aus dem Anschlussstück und bewahre ihn mit den anderen Stopfen zusammen auf. Dann drehe ich den Zapfschlauch von Hand bis zum Ende ein. Jetzt kommt der Stecker in die Steckdose und auf der Geräterückseite am Schalter einschalten. Vorne im Display erscheint dann dieses Bild. Jetzt schiebe ich das Gerät an seine Position und öffne unten das Kaltwasser-Eckventil. Danach öffne ich das Ventil am T-Stück. Hier kann man nachher den Durchfluss zum Ionisierer regulieren, um den Durchfluss richtig einzustellen. Ich schaue dann gleich noch, ob alles dicht ist, nimm den Eimer weg und mach alles trocken. Super, jetzt ist das Gerät einsatzbereit. Im nächsten Video kalibriert dann Yasin den Durchfluss mit Hilfe der pH-Messtropfen, um den größtmöglichen Nutzen aus diesem Gerät zu ziehen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren in Betracht ziehen und in der Beschreibung unten gibt es noch nützliche Links für dich.